Moin aus Hamburg und die Frage, wie wähle ich den richtigen Broker aus? Ich kann euch sagen, wie ich als Unternehmer einen Partner aussuche, nämlich einen Broker. Wir brauchen im Traders Club natürlich auch einen Broker. Und wisst ihr, was ich als allererstes immer mache? Ich gehe auf die Seite, scroll runter, gehe auf Impressum. Impressum wird dargestellt, welche Gesellschaftsform das ist und wer ist dort unten der Geschäftsführer. Wenn ich nicht weiß, wer der Geschäftsführer ist, wenn da eine Gesellschaft vorgelegt wird und ich muss eine Lupe haben und muss erstmal eine Auskunft erteilen, wer ist denn eigentlich Geschäftsführer, mit wem mache ich dort Geschäfte, fällt für mich in meinem Raster der Broker schon raus. Das heißt Impressum, wer ist Geschäftsführer? Seit wie vielen Jahren ist der Broker am Markt? Und dann gehen wir natürlich auf die Produktpalette. Wichtig bei der Auswahl eines Brokers ist letztendlich der Punkt des Spreads. Der Spread ist praktisch der Kostenfaktor. Das heißt, wir schauen uns an, welche Spreads bietet der Broker an, welche Märkte bietet der Broker an und was für einen Service bietet er an. Wenn wir einen Broker haben und wir sitzen in Deutschland, dann möchte ich doch auch einen deutschen Support haben. Denn gerade wenn es mal eng wird und schwierig wird, ja, und man der englischen Sprache vielleicht nicht zu 100% mächtig ist, dann wird man noch mehr nervöser. Also würde ich euch empfehlen, auch dort zu schauen, gibt es einen deutschen Support und wie lange ist der Support denn auch da? Das heißt, wann öffnet der Trading Desk etc.? Wir haben einen Broker gewählt mit GBE, die sitzen genau ein Haus weiter und ich weiß, wo der Geschäftsführer nicht nur, wo die Kinder zur Schule gehen, sondern ich gehe gemeinsam mit ihnen sogar zum Sport. Wir haben eine sehr, sehr familiäre Beziehung. Das ist natürlich einzigartig, aber es gibt auch andere Broker auf der Welt, wo man sauber die Impressum reinschauen kann und was interessant ist. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Impressum. Wo sitzt der Broker? Ist auch wichtig. Also wenn wir auf den Cayman Islands sind, kann man sicherlich so einen Broker nutzen, aber ich würde nicht mein Vermögen dort investieren, weil es geht um die Regulation. Reguliert, wo ist der Broker reguliert? Fakt 1 würde ich euch empfehlen, innerhalb der EU. Zypern wird immer wieder gesprochen. Oh, Zypern, Zypern, meine Damen und Herren. Die CISEC ist von dem Anspruch viel strenger als die BaFin. Ich sage nur Wirecard. Die CISEC hat sich spezialisiert auf Forex-Broker und CFD-Broker. Das heißt, was man vor 10, 15 Jahren gesagt hat, oh, Zypern, Casino oder Malta, CISEC, Daumen nach oben. Und wenn dann der Broker noch Dependancen in Deutschland, wo auch immer hat, dann nochmal Daumen nach oben. Wenn der Geschäftsführer klar ist, wer das ist, Daumen nach oben. Und jetzt kommt der springende Punkt. Sie sollten mindestens 5 Jahre auf dem Markt sein. Die Gesellschaftsstruktur sollte klar sein und wenn es geht, und das ist bei unserem Partnerbroker vorhanden, Einlagesicherung. Weil in Europa, CISEC, ist das Konto nur bis 20.000 Euro versichert. Das heißt, wenn man größere Summen transferiert, sollte man das immer im Auge behalten. GBE hat eine Lloyds-Versicherung von 100.000, das heißt, man hat dort auch ein bisschen Luft. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung zu sagen, Forex CFD, sollte man auch bei 100.000 irgendwann schon überlegen, Deckel drauf zu setzen, weil durch die Hebelfunktion etc. hat man da Möglichkeiten, kreativ zu traden. Ich hoffe, dieses Video konnte einen kleinen Einblick geben. Ich würde wirklich diese Punkte aufschreiben und danach, wie gesagt, schauen bei der Wahl des Brokers. Denn die beste Strategie der Welt kann nur so gut sein, wenn auch der Broker-Team mitmacht. Das heißt, Ausführungszeiten etc. sind Bereiche, wo du auch drauf achten solltest. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.